Die Marke Uncle Ben's soll aus den Regalen verschwinden. Mit Uncle wurden in den Südstaaten früher die schwarzen Hausangestellten angesprochen. Herabwürdigen, weg damit. Auch die Autorin J.K. Rowling samt ihrer Harry-Potter-Bücher kam auf die Boykottliste. Ihr Vergehen, sie will, dass Frauen weiter Frauen heißen dürfen und nicht, wie es angeblich politisch korrekt ist, menstruierende Personen. Genug, um sie in den Augen von Gender-Aktivisten zu Unpersonen zu machen. Weg damit. Also dachte ich mir, schau mir doch mal, was wir noch alles dem Hygienetest unterziehen könnten. Jetzt heißt es stark sein. VW Golf zum Beispiel. Ein schönes Auto, aber die Marke VW, wurde die nicht von Hitler erfunden? Also weg damit. Darüber muss ich nachdenken. Also erst einmal ein Kaffee. Aber noch nicht von Starbucks. Will ich mit meinem Kaffee wirklich das Großkapital unterstützen? Nein. Von nun an nur noch Kaffee vom Kollektiv. Also weg damit. Und was ist mit den Statuen? Die müssen natürlich alle weg. Allen voran Friedrich der Große hier unter den Linden. Ein elender Kriegstreiber. Weg damit. Was ist eigentlich mit den Klamotten, die ich trage? Die Krawatte. Ein Symbol des Patriarchats. Weg damit. Die Jacke. Kann ich sicher sein, dass die aus ökologisch nachhaltigem Material hergestellt ist? Kann ich nicht. Die Schuhe aus Leder geht gar nicht. Unsere Statuen, die Namen unserer Plätze und Straßen, ja unsere Sprache, unser ganzes Denken müssen den neuen kulturellen Hygienetest bestehen. Was nicht makellos ist, muss weg. Aber bei aller Imperfektion dieser Welt, wir leben in der besten, freisten, wohlhabendsten Gesellschaft, die es je gegeben hat. Und was hat diese Gesellschaft so stark gemacht? Die Abkehr von Ideologien, das Aushalten Andersdenkender und die freie Debatte. Wir können auch nicht einfach alles eliminieren, was uns stört. Und wenn, dann müssen wir uns gleich mit eliminieren.